Wer oder was? Oh mein Gott, oh. Mario? Kaffee. Sehr gut. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für Mario Maker. Legen wir los. Es kam ein neues Update heraus. Habe ich gehört, es kamen Checkpoints und andere Dinge für den Editor. Und diese schauen wir mal an. So, diese ganzen Editor-Dinge, die neu dazu kamen, so viel ist es ja gar nicht. Das sind die Checkpoints und die selektiven Fragezeichenblöcke, also die automatisch sagen, entscheiden, tun, machen oder lassen, wann Mario einen Pilz oder eine Feuerblume bekommt. Das Ganze funktioniert ganz einfach, total easy. Man nehme eine Feuerblume und einen Pilz und setze diesen Pilz einfach hier so auf die Feuerblume drauf. Nimmt man dazu einen Fragezeichenblock. Oh, da sind diese blöden Fliegen. Die brauchen wir jetzt nicht. Und setzt den da rein. So. Kann man, indem man klein ist, den Pilz bekommen. Wenn Mario allerdings schon groß ist, ja. So wie hier zu sehen. Und das Ganze dann spielt. Achtung. Bekommt eine Feuerblume. Das ist doch grandios. Grandios ist das, meine Lieben. Ich wollte euch hier nicht lange aufhalten. Halt, die Checkpoints, ganz wichtig, die Checkpoints, schaut's mal an. Hier habt ihr den Checkpoint. Und wenn Mario klein ist, so, und dann durch diesen Checkpoint durchläuft, bam, dann wird er groß und wacht bei diesem Checkpoint auch wieder auf. Das Blöde ist, wenn der Checkpoint, so wie jetzt, das ist ein gutes Beispiel, so wie jetzt in der Luft schwebt, kann man das Level nicht hochladen. Das bedeutet, das, also, ich glaube, wenn man jetzt sagt, hier so, wenn man jetzt hier sagt, Speicherbot, speichern, und dann, Moment, ich habe da schon einiges gespeichert, ist hier so speichert, unter dem Namen, blub, und es dann hochladen möchte, geht es nicht, weil der Checkpoint auf einem sich Sprachfehler, weil der Checkpoint auf einem zerstörbaren Block steht. Moment, muss ich austesten. Du musst ihn zusätzlich von allen Rücksetzpunkten aus abschließen. Okay, das ist neu, das testen wir jetzt einfach mal aus. Ich werde nicht hochladen, ich werde es auf jeden Fall abbrechen. Weil ich meine, wenn man das hier kaputt macht. Moment, ich habe hier meinen coolen Block. So. So. Rücksetzpunkt abgeschlossen. Moment. Das ist jetzt nur ein Test. Es geht gleich schon richtig los. Ich hoffe, ich kann hier irgendwo sterben in meinem Level. Das ist so schön, das Level. Ich kann hier nicht sterben. Wie, das lädt jetzt das Level hoch. Vom Rücksitzpunkt. Fast fertig. Okay, das geht schon, also. Aber ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn man stirbt. Das muss mir. Das interessiert mich jetzt tierisch. Bevor wir hier diese Leute. Bevor wir jetzt irgendwie. Zu den normalen Levels gehen. Ich möchte nämlich heute diese Event-Levels mal zocken. Mal schauen, wie die so sind. Interessiert es mich, ob das funktioniert, dass man auf einem sich auf einem schwebenden Rücksetzpunkt spawnen kann. Also sprich, ich aktiviere den, zerstöre den Block und töte mich. Stirb, Mario. So. Wieso starte ich nicht beim Checkpoint? Okay. Moment. Sehr dubios, diese Sache. Wir schließen das Level einmal normal ab. Und dann einmal vom Rücksetzpunkt. Aber nee, das geht ja gar nicht. Das ist doch logisch, das ist unlogisch. Ich bin verwirrt. Was laber ich hier? Weil, ich meine, das Level setzt sich ja eh komplett zurück, wenn man stirbt. Also,
Ich sterbe. Und dann setzt sich das Level ganz normal zurück. Und ich starte vom Checkpoint aus. Also, vergisst, was ich erzählt habe. Man kann Checkpoints setzen. Das ist sehr cool jetzt endlich. Und diesen scheiß Level beenden wir. Und löschen ihn gleich mal wieder. Und wir sehen uns gleich bei den Event-Levels. Denn Nintendo hat sich gedacht, da links oben... Nein, ich muss in die Richtung zeigen. In diese Richtung links oben. Da ist kleiner Toad. Dieser kleine Toad hier, das sind diese Event-Level. Und die sind von irgendwelchen bekannten Menschen aus der Nintendo-Welt gebastelt worden. Hier zum Beispiel Bakarytim habe ich nachgeforscht. Das ist irgend so ein japanischer Komiker. Und Arino ist auch irgendein Typ, der gerne Levels macht. Und wir spielen doch einfach mal hier Super Mario Kart 25th Anniversary. Dieser Level stammt von Yukio Sawada. Upala. Der Name bereitet mir Schluck auf. Yukio Sawada, dem Schöpfer der japanischen Manga-Serie Super Mario Kart. Die erste Hälfte ist eine Nachricht zum Jubiläum. Die zweite Hälfte ist voller Gegner. Wenn ihr den Level abschließt, erhaltet ihr die Figur Super Mario Kart für den Fragezeichen-Pilz. Geil. Eine neue Fragezeichen-Figur Pilz-Dingsbums hier. Ist doch immer gut, sowas zu erhalten. Mal schauen, ob wir dieses Level schaffen. Ja, ich glaube ja. Das wird easy. Vor allem die Nachricht ist halt komplett auf Japanisch geschrieben. Oh mein Gott. Fängt er jetzt auch schon damit an. Oh. Wisst ihr, sowas kann ich leiden. Rumgespamme hier. Hier ist ein Geheimgang. Mal schauen, was der mit sich bringt. Gehen wir in den Geheimgang hinein. Schauen wir, was der Geheimgang so tolles bei... was parat hält. Pilz und Feuerblume. Oh mein Gott, und ein Bowser. Huah. Und? Huah. So, jetzt. Splat. Und dann kann man hier wieder hinein und dann geht's nach draußen. Und alles ist gut. Ah, fuck. Wie sehr ich Trampoline hasse. So. Haben wir doch mit Bravour bestanden, dieses Trampolinfeld hier. Bam. Ich würde sagen, wir... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zur Hölle hat er geschaffen? Ah! Fick dich! Das ist ganz schön dreckig und mies, was du hier machst. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel, du Arschloch! Und du hast irgendeinen Scheiß gebaut hier! Sage mal! Wo hackt's bei dir eigentlich? Meine Feuerblume noch holen. So. Und dann... Wupp. 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 Wow. Stirbt, stirbt, stirbt. Oh mein Gott. Gibt's da irgendwie einen Weg außenrum, obenrum? Ja, hier. So. Flap. Meine Güte. Baut ihr da vorm Ziel so einen scheiß Abfluss, wo man verreckt? Ah, ah. Da reiße ich mir die Haare aus. Nein, das mache ich nicht. Ich behalte meine Haare. Oh mein Gott, was ist das für eine Figur? Wir haben eine neue Figur freigeschalten. Einen komischen Super Mario-Dingsbums hier. Und dann würde ich mal sagen... Spielen wir doch mal hier Shibloff. Oh. Dieser Level wurde beim Super Mario Maker Hackathon bei Facebook zum Sieger gekürt. Aha. Aha. Okay, das ist also ein Community-Level, das über Facebook das Event gewonnen hat. Auch spannend. Schauen wir mal, was ist... Oh, ein Geisterhaus!
Toll. Da denkt man, das ist ein schönes Luftschiff-Level. Und dann kommt hier so ein scheiß Geisterhaus. Bam. So. Flup. Oh. Jetzt habe ich dort oben den kleinen Fragezeichenblock verpasst. Ah, das war's schon mit Geisterhaus-Dingen. Das ist schön. Jetzt fliegen wir ein wenig. Das kann ich. Oh mein Gott. Yay, das sind wir aber sehr weit gekommen, muss ich sagen. Huch. Ein schönes Förderband mit Münzen drauf. Also ich muss sagen, das Level ist schon schön gestaltet. In der Tat. Ups. Und ich bin kurz vom Tod. Oh mein Gott, da kommt dieser Hund. Ich muss hier hin und dann... Nein, der blöde Hund hat mich erwischt! Schiffliebe. Okay, man muss hier hinein. Man muss durch dieses kleine Geisterhaus durch. Aber das macht nichts. So, mit Geschick und Bravour kommen wir da durch. Einmal den Pilz hier holen. Und dann hier die Feuerblume, die Piranha-Schnapper kaputt machen. Den Pau-Block holen und... Alles ist gut. Nein, ich wollte da drüben rein. Ich kann hier kurz warten. Und dann kann ich ja die gelben Blöcke dazu nutzen, nach da oben zu gehen. Und zu holen, was mir gehört. Woo! Yay, ein One-Up. Yay. Okay. Das Fliegen hat nicht viel gebracht. Weil sonderlich weit kam mir dann auch nicht. Bis hierhin und nicht weiter. Wenn wir hier ein bisschen vorsichtig vorgehen, haben wir nach wie vor noch unsere Feder. Woo! Münzen! Oh yeah! Good, good, good. Scheiße! Sagt man nicht. Das war ganz schön einfach. Aber ich hasse Notenblöcke. Ich drücke meistens zur falschen Zeit den falschen Knopf und sterbe dann einfach. Oh toll, ich bin klein. Und ich bin hier. Yoshi, rette mich. Ah, Mist. Oh mein Gott. Wo geht's da hin? Komm her, Fump. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das läuft doch schon mal ganz gut hier. Ah! Ah! Feuerball vom Himmel. Fuck. Ich muss alles nochmal machen. Okay, aber das schaffen wir. Keine Sorge. Münzen! Oh yeah. Bam. So, jetzt sind wir wieder hier. Und... Ha. Schaut mal an, wie gekonnt das war. Wo bin ich? Hallo? Brenzliche Situation, aber gekonnt gemeistert. Jetzt bin ich groß. Ich könnte auch mal nach da rechts gehen. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet.
Okay, hier gibt es nur einen Pilz. Okay, so viel dazu. Also müssen wir durch die Röhre durch. Vorbei an den Todesfeuerballfallen und den Coopers und den Fump-Dingern, auf denen wir einen Windschirm drauf machen müssen. Aber das schaffen wir. Ich glaube daran. Weil wir haben Yoshi. Yoshi. Kann Yoshi auf die Fump-Dinger draufspringen? Das probiere ich mal aus. Okay. Cool, muss man gar keinen Spin-Jump machen. Och, Kacke. Komm her, Yoshi. Na toll, jetzt habe ich meine Feder verloren. Ah, und das muss hier gemacht werden. Ah, da brauche ich Yoshi. Ah. Okay. Blup. Cool. Gekonnt, gemeistert. Und dann hier und dann da und dann das und dann hier raus. Hm, ziemlich cool. Ich mag den Rätselansatz. Ein Stern, der meinen Namen trägt. Oh, ich lasse das mit dem Singen. Komm hoch, solange ich den Stern hier habe. Oh Gott. Was geschieht hier? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Yoshi. Bleib bei mir. Dein tapferer kleiner Dinosaurier, bleib bei mir. Komm her. Hilfe. Ja, das ist Wahnsinn. Ich bin so kurz vom Ziel. Ich darf meinen Yoshi nicht verlieren und nicht sterben. Meine Nerven gehen mit mir durch. Meine Nerven. Nein. Nein. Yoshi. Fuck it. Geschafft. Ich hab's geschafft. Glaube ich. Nein. Yoshi. Wie, ich sterbe jetzt. Oh mein Gott. So, jetzt aber komm schon. Du kannst es packen, Mario. Also ich. Ich spiel Mario. Und jetzt? So. Okay. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Und nein, nicht noch mehr Rätsel. Und ein Hammer, Bruder. Egal, ich bin groß. Ich bin groß. Ich hab einen Pilz. Oh. Meine Rettung sozusagen. Und den Buhu auch noch. Fick dich, Hammer, Bruder. Pardon, das sagt man nicht. Da kommt meine Mitfahrgelegenheit. Puh. Oh scheiße, ich habe meinen Yoshi verloren. Den will ich auf jeden Fall wieder und jetzt bin ich klein. Für dich tue ich alles, Yoshi. Ich lenke die mal alle hier runter. Dann sind die mir ein bisschen aus dem Weg. Und ich kann mit der Schiene hier ganz geschmeidig nach oben fahren. Das ist dann überhaupt kein Problem. Nein, Yoshi! Scheiße. Oh Gott, weh, ich sterbe jetzt. Weil diese Hammerbrüder sind so unberechenbar! Fuck! Nein, das gibt's doch nicht. So gut davor. Auf ein neues. Okay. Ich bin wieder hier. Ich kann es schaffen. Dieser kleine Kackhammerbruder kommt runter. Komm runter. Komm runter. Oh Gott, die sind so hässlich unberechenbar. Ich hasse diese Hammerbrüder so sehr. Und was? Wer denkt sich bitte sowas aus? Hier sind Hammerbrüder, hier sind Geister, hier sind. Ah, oh, es ist ein Scheißlevel. Aber Hammerbruder ist tot. Komm her, Yoshi. Jetzt müssen wir wieder auf das Förderband warten. Egal. Das war eine gute Taktik. Wir warten hier einfach auf die kleinen Buhus. Hahaha. Perfekt. Bleibt hier stehen. Freeze, Motherfuckers. Und jetzt kommt mein Aufzug. Hopp. So. I can do this. I can do this. Der andere Hammerbruder ist nicht da. Schnell durch. Nein, Yoshi. Fuck. Egal.
Egal. Das nehme ich in Kauf. Hier ist das Ziel. Dreiviertelstunde gebraucht für dieses scheiß Level. Natürlich habe ich das alles zusammengekürzt, damit ihr nicht Ewigkeiten hier irgendwie euch langweilen müsst, weil ich es immer und immer wieder versuche. Aber ich habe es geschafft. Schönes Level, hat mir nichts gebracht. Also dann. Well done, well done. Ich habe euch gezeigt, wie man die kleinen Checkpoints setzt. Es ist ganz einfach, den kleinen Pfeil nehmen, der so zeigt. Also so. So ein Pfeil. Keine Ahnung wie. West Coast ist die beste. Einfach den Pfeil nehmen, schütteln wie verrückt und dann kommt ein Checkpoint raus, den könnt ihr überall hinsetzen. Ich glaube bis zu 3. 3 oder 2, 5, 11. So irgendwas Checkpoints könnt ihr setzen. Und dann geht runter in die Beschreibung, schaut euch meinen Kanal an, gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, wenn ihr mehr Videos von mir wollt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.